So, Hallöchen und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Max Edition. Ja, also ich habe jetzt gerade gespeichert und wir sind bei 3 Stunden. Also das Ende ist nah, der Beta. Und ja. Oh! Die Alpha- oder Beta-Version geht zu Ende. Du hast noch den Hafen plus zwei Inseln vor dir. Die Schwanzlutscherinsel ist allerdings gesperrt, weil da ein Haufen Scheiße im Weg liegt. Das heißt, sobald du die Kannibaleninsel absolviert hast, ist das Demo-Spiel durch. Du kannst zwar auf die Schwanzlutscherinsel, aber rein gar nichts machen. Ich hoffe, das Spiel hat dich zum Weiterspielen angespornt, denn dann wärst du genauso krank wie der Programmierer. Hast du das gewusst? Gut. Alles klar. Na, weißt du's? Hihi, ein Huhu. Haha, bra, wie ich sehe, hast du die Tüte Chips. Wo willst du hin? Erstmal noch nirgends, ich will dir noch anlabern hier. Ich lieb dich, Sylph. Alles klar, wo kommen wir nochmal, was machen? Na, wir. Ach, okay, der labert nochmal ein Huhu, hahaha. wo wollen wir hin? Ja, auf die Schwanzlutscherinsel können wir also nicht, also gehen wir auf die Kannibaleninsel. Ein Pokémon-Markt? Oh, dort hängt ein Schild. Der Pokémon-Markt wurde wegen mangelnden Arbeitskräften geschlossen. Oh, dort hängt ein Schild. Okay. Alles klar. Ich liebe Fischen. Ich habe einen an der Angel. Warte, ich ziehe ihn heraus. Alter! Du Fehlgestalt hast mich abgelenkt. Ich fress dich auf, Alter. So, nun weiter. Oh mein Gott. Er hat ihn gegessen. Oh, hallo. Wie du vielleicht weißt, es ist die Kannibaleninsel. Wir respektieren jeden Menschen in seiner Lebensart und Weise. Es gibt keinen Grund, gut und böse zu sein. Wilde Frau. Kannibalen sind voll scheiße, Alter. Lass mich mal durch. Du verfickte Fehlgestalt, deine Nachgeburt soll verrecken an Kacke, du Opfer, Alter. Mit dem Nubigkeitsfaktor. Männer, sperrt das Geschrüpp in den Käfig, ich will dich nicht mehr sehen. Ey, du bist richtig geknorkelt, ey. So, wie gesagt, wir respektieren jeden altes Leben, wo es ist. Man muss schließlich mit Kritik leben können, ansonsten wäre die Welt eine gigantische Kugel voller Hass und Krieg. Alles klar, Kollege. Eine Welt in Frieden, ein Traum. Was geht bei euch ab? Kann man mit euch reden? Untersucht den Zaun, ja, okay. Hier ist nichts mehr. Hi! Willkommen bei den 75. Hungerspielen. Hier geht es um Überleben, indem du deine Konkreten auffrisst. Leider musst du nur gegen einen Gegner antreten, der aber zugleich frisch gefangen wurde. Du musst wissen, früher waren wir um die 50 Stück, die dieses Spiel spielen konnten, aber wir kommen mit dem Nachwuchs nicht hinterher. Nun denn, dein Gegner ist schon unterwegs. Ah, da ist sie ja. Nun denn, der Preis für den Gewinner ist ein dicker, fetter Dildo. Ich wünsche euch viel Glück auf das Spielfeld. Ja, Mann, der Dildo! Zitter, Publikum. Fröhliche Hungerspieler. Ach, verdammt, ich bin extra auf dich zugegangen, um die Angst zu einjagen. Bitte friss mich nicht. Ich sehe es dir doch an, du bist kein Kannibale. Ich nun, was hast du denn davon? Weißt du, ich brauche diesen Dildo. Oh, okay, kann ich verstehen. Möchtest du das gesalzen oder gepfeffert? Gesalzen bitte. Okay, guten Hunger. Danke. Das war ja eine sensationelle Show. Meine Fresse. Wahnsinns-Action. Los, haut alle ab. Ich übernehme ab jetzt wieder. Und das Spielfeld. Supi, supi. Kommt bitte hierher. Ein uraltes Ritual dieser Insel beinhaltet, dass der Sieger den vorherigen Sieger in einer Pokémon-Kampf besiegen muss. Nun, der vorherige Sieger wurde leider von meiner Tochter schon aufgefressen, aber durch ein paar Regeländerungen habe ich mich hochgeschlafen. Dadurch wurde ich der Sieger der 74. Hungerspiele und es ist meine Aufgabe, gegen dich zu kämpfen. Alles klar, ich denke, das ist der letzte Kampf für die Beta. Oh mein fucking goodness. Oh mein Gott. Du schaffst es! Beutel. Und ein Hähnchen. Alles klar, das nächste Wasser müssten wir überleben. Jupp. Schiffskeimzelle. Uiuiui, das gibt ein paar Levelchen, ne?
Zeichnung. Kann das wahrscheinlich die Entwicklung von Tritzel sein? Habst du das Gefühl? Oh. Ja, ich denke auch. Deswegen Wassersauger. Oh, die Fehlgeburt holt auf. Sie ist der Stärkste in meinem Team. Schon Level 70 fast. Affenarsch. Nö. Cool, Affenarsch. Kampf 5. Ach, das war's. Wir haben dich und deinen Affenarsch besiegt. Sehr gut. Und wir kommen 71. Unsere Fehlgeburt rockt hier voll ab. Oh nein! Oh nein, du hast mich besiegt. Nun, es ist deine Aufgabe, mich zu fressen. Bitte mach es kurz und schmerzlos. Ihr spinnt doch alle. Siehst du diese drei Frauen? Sie wurden die letzten Jahre dort eingesperrt, weil sie sich geweigert haben, die vorherigen Sieger zu fressen. Nun, du hast soeben dein Schicksal besiegelt. Du wirst für die Ewigkeit in den Zwinger gesteckt. Uahaha, Männer. Sperrt sie in den Zwinger. Einstein, vielleicht kann ich mich nachher noch zum Schlafen drauflegen. Ey, lass mich mal hier durch. Einstein. Angenommen, wir addieren Pi mit der Quadratwurzel eines Schiffes, dann müsste doch die Zahnwurzel rauskommen. Ihr Schwanzlutscher habt alle keine Ahnung. Ey, hallo. Hallo. Vibe. Ich habe Fußpilz. Cool. Ich kriege gleich einen Nervenzusammenbruch. Einstein, Einstein, Einstein. Hier scheint ein kleines Loch zu sein. Aber findet nichts. Ich glaube, wir kommen hier eh raus. Irgendwie kommen wir hier raus. Und findet ein Notizbuch. Tag 7. Die Eingeborenen haben mich nun 4 Tage lang nicht gefüttert. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch aushalten soll. Ach, jetzt müssen wir auf den Stein schlafen oder was? Werden gefressen und dann ist Ende. Ja, lecker am Popel. Untersucht nichts. Untersucht den Zaun, ist aber nichts. Muss ich jetzt zum Loch? Okay, ich geh schlafen. Ich geh erstmal schlafen. Heute sollte ich mich erstmal an dem Hügel umschauen. Einstein. Beim genauen Betrachten des Loches ist Rose, dass etwas Rundes, Verzwicktes dort hinten versteckt und Rose kommt aber leider nicht ganz dran. Sie braucht etwas Langes, zum Beispiel einen Stock. Rose wirkt erschöpft, sie sollte erstmal eine Pause einlegen. Ich gehe erstmal pennen. Vielleicht finde ich irgendwo einen Hinweis. Ja, hier, 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 hier. Ein Stein, nein. Untersuch den Zaun. Untersuch den Zaun, findet aber nichts. Wie wär's denn mit dem Dildo, Mann? Ich komme leider noch nicht dort hinten ran. Findet noch ein Notizbuch. Tag 32. Die Eingeborenen haben mein Geheimversteck gefunden. Sie haben mir alles weggenommen, was ich die Tage gesammelt habe. Fast alles. Einen Stock konnte ich noch retten. Ich habe ihn unter einem Stein versteckt. Na komm, gib mir den Stock. Dieser Stein sieht aus, als ob etwas runter... Ja, ich kann mich schwach daran erinnern, dass der kleine Nerd damals so einen Stein mit seinem Schwanz zerstört hat. Mal gucken, ob eins dieser Mädchen den Schwanz hat. Aber erstmal gehe ich pennen, bin zu müde. Erstmal knacken. Du musst mir einen Dildo besorgen. Du hast es mir versprochen. Ohne kann ich nichts machen. Wo bin ich überhaupt? Nein, in einem Traum. In einem Albtraum. Oh mein Gott. Ich muss wirklich unbedingt diesen Dildo finden. Aber vorher muss ich aus dieser Höhle hier raus. Ich habe das Gefühl, dass ich schon kurz davor bin. Befrage ich erstmal die Mädels. Hey, hast du einen Schwanz? Mein Mann hat einen, aber der ist mir davon gelaufen, als ich hierher gekommen bin. Nein. Ob du einen Schwanz hast, woher weißt du das?
Wie bist du drauf gekommen? Damals in der Schule war ich immer die Hübscheste. Alle wollten mich als ihre Freundin, aber ich hatte 20 Zentimeter Fleisch zu viel als Frau. Interessiert mich doch nicht. Ist der hart? Willst du jetzt etwa echt? Alter, nein, Mann! Press ihn gegen den Stein! Mach schon! Du hast echt an einer Klatsche. Total krass, das ist ja der Mega-Hammer-Wahnsinn. Danke dir. Jetzt weiß ich, wozu mein Schwanz gut ist. Rose erhält Stock. Nun müsste ich mit dem Stock dort hinten in das Loch. Rose aktiviert mit dem Stock einen versteckten Schalter. Ja, ich kann raus. Lass mich raus. Alarm, die Gefangenen sind ausgebrochen. Alter, Achtung, sie wird gewalttätig. Ich fress dich auch. Ja, jetzt habe ich ihn aufgegessen. Bin ich jetzt fertig? Ach ja, den habe ich auch aufgegessen. Hier ist niemand mehr. Ihr seid frei, Mädels, ne? Die Tür ist offen, wir können raus, umgehen, aber irgendwie waren meine Füße gerade nicht so. Ich glaube, ich habe den härtesten Schwanz der Welt, Alter. Die Tür ist geöffnet, unglaublich, ich komme nachher nach. Oh, ich glaube, wir sind hier fertig. Auf dem Boden liegt etwas. Ein weiteres Stück von dem Notizbuch. Die Gefangenen machen seit komische Bewegungen. Eine Gefangene hat den Stein zerstört. Sie werden bald den Schalter finden. Ich muss von hier weg. Sie sind ausgebrochen. Die Insel ist verloren. Der Sheriff ließ die Stadt evakuieren. Der einzig Zurückgebliebene war der Motorradfahrer, der den Zwinger beschützen sollte. Meine Aufgabe ist somit getan. Ich habe erfolgreich die Insel vor einem sich weigernden Biest befreit und sich in den Zwinger gesteckt. Ich, der Gewinner der 74. Hangarspiele werden uns ins Exil gehen. Dieses Notizbuch sucht Gedanken an die Insel in richtigen Hände geraten. Ich habe noch nie so einen Quatsch gelesen. Das Notizbuch gehört verbrannt. Ich glaube, ich gucke jetzt erstmal auf der Schwanzlutscherinsel. Vielleicht kriege ich dort endlich einen Dildo. Die Kannibaleninsel ist jetzt einfach ein Traum zu sehen, wie Menschen andere Menschen fressen. Dein Schnürsenkel ist offen. Jetzt ernsthaft, wuhaha. Du wolltest gerade gucken, gibst du, wohin des Weges? Schwanzlutscherinsel. Hey, du bist doch Rose. Ich kenne dich. Du bist doch das Mädchen, das auf der endlosen Suche nach einem Dildo ist. Ich verfolge deinen Werdegang schon seit Stunden. Lol. Dort liegt der Riesenhaufen Scheiße. Du kommst schon nicht lang. Den Weg zum Dua. Okay. Und du? Oh, ein Mädchen. Nun, da ich dich noch nie in der Gegend gesehen habe, gehe ich davon aus, dass du nicht weißt, worum es hier auf der Insel dreht. Sie trägt nicht umsonst ihren stolzen Namen. Im Endeffekt ist die S-Insel nur eine Route auf einer Insel. Diese Route verbindet zu einem Route-Z mit Johto und mit dem Eiland. Insel der Vorfahren 1. Allerdings sind alle Trainer, die du auf der Insel findest, männlich und wollen eine kleine Belohnung nach dem Kampf. Hihihi. Aber du verheilen sie auch nach dem Kampf deine Pokémon. Eine Hand wäscht die andere. Höhöhö. Was? Nein, ich liebe dich doch nicht, lol. Aha, wenn wir schon dabei sind, kann ich ja ein bisschen Schleichwerbung machen. Haha. Ja, okay. Jo, das bin ich, der Programmierer dieses Kackspiels. Kann ich ja mal veröffentlichen. Spielt ja eh niemand dieses Spiel. Hihi. Ach so, mein Name ist Paul. Ich würde dir eigentlich Evoli schenken. Das wurde aber auf der Kannibaleninsel gefressen, lol. Danke fürs Spielen. Wenn du hier bist und die Kannibaleninsel schon erledigt hast, hast du die Demo durch. Wenn du hier bist, aber noch nicht auf der Kannibaleninsel warst, kannst du das noch tun. Alles klar, Leute. Demo-Version gesperrtes Gebiet, Edge. Ja, wir sind fertig mit der Beta-Version von Pokémon Marques Edition. Und ich muss sagen, dieses Spiel hat mich ohne Witz. Hat ohne Witz richtig viel Spaß gemacht. Ich habe das jetzt 3 Stunden lang durchgespielt, also hintereinander am Stück habe ich jetzt aufgenommen, weil ich es unbedingt spielen wollte. Es hat mich richtig interessiert. Die Pokémon waren lustig, die Attacken waren lustig, einerseits die Sprüche waren genial. Aber wie gesagt, Leute, Kinder unter 16 oder unter, sagen wir mal, unter 14 Jahren sollten dieses Spiel nicht spielen, weil schon einige gewalttätige Sätze vorbei sind. Aber ich würde sagen, dass der Erklärermarkt dieses Spiel ruhig bis zum Ende führen würde. Ich würde dieses Projekt auf jeden Fall so lange weiterverfolgen, bis die Full-Version da ist. Ich würde weiterhin halt das Spiel aufnehmen, sobald alles da ist. Und ich muss sagen, du hast echt einen guten Job geleistet. Es hat riesig Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Es ist schwer, auf jeden Fall. Am Anfang ist es richtig, richtig schwer. Man muss richtig viel nachdenken, aber das ist ja halt das Knifflige hieran. Da hast du dir echt was Gutes einfallen lassen. Mach bitte weiter und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt bei dem Let's Play hier. Also ich gebe auf jeden Fall 10 von 10 Punkten dieses Spiel.
Mach auf jeden Fall weiter, ey. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es hat mir sehr gefallen und ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Gibt Kritik, schreibt vielleicht selber einen Kommentar drunter, wie ihr es fandet. Und wir sehen uns dann bei einem meiner weiteren Projekte wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon. Tschüss und man sieht sich.